Man muss den Hessentag ja wie folgt differenzieren. Auf der einen Seite hat er die Chance, dass für die gastgebende Stadt mit Unterstützung des Landes Hessen nachhaltige Infrastrukturmaßnahmen vorangetrieben werden. Und auf der anderen Seite ist es eben der sogenannte Durchführungshaushalt, also die Mittel und Aktivitäten, die rein auf die Durchführung dieser zehntägigen Veranstaltung gerichtet ist. Ich möchte jetzt zunächst noch mal etwas zu den nachhaltigen Infrastrukturmaßnahmen sagen und möchte die nur beispielhaft deutlich machen. Die größte Infrastrukturmaßnahme ist der soeben schon erwähnte Umbau, Sanierung und Modernisierung des Bahnhofes und Bahnhofsumfeldes. Ein Projekt von 22 Millionen Euro, wobei wir dort von dritter Seite, also Land, Bund, Rhein-Main-Verkehrsverbund, immerhin den allergrößten Teil, nämlich 13,6 Millionen Euro, erhalten. Ich sage es ganz offen, unser Bahnhof ist dringend sanierungsbedürftig. Wir haben das seit längerem schon angemeldet. Ohne den Hessentag und den besonderen Einsatz auch des Wirtschaftsministers in diesem Zusammenhang gegenüber der Bahn AG wären wir längst noch nicht so weit, sondern wir hätten noch etliche Jahre zu warten, bis wir sozusagen bei der Bahn an der Reihe sind. Denn die Bahn, da verrate ich kein Geheimnis, neigt eher dazu, die Bahnhöfe, die den Fernverkehren dienen, in erster Linie zu sanieren und diejenigen, die also vornehmlich dem Regionalverkehr, und Regionalverkehr bedeutet bei uns all das, was der Rhein-Main-Verkehrsverbund von Siegen bis Frankfurt mitmacht, wo wir ja Teil dieser Strecke sind, erst in zweiter Linie in der Priorität mitzusetzen. Und vor dem Hintergrund hat der Hessentag einen solchen Schub mitbewirkt, dass also jetzt alle an einen Tisch sehr schnell gekommen sind, dass die bereits vorbereiteten, und wir sind seit 6, 7 Jahren in der Planung mit drin, vorbereiteten Planungen sehr schnell abgestimmt werden konnten. Und das Entscheidende war, dass die Bahn die Mittel, die Investitionsmittel freigegeben hat, die vorher, nun weiß ich, für andere Zwecke mit vorgesehen waren. Hier sind wir intensiv am Arbeiten und das ist ein Vorhaben, was sicherlich ein Kernbereich der Infrastrukturmaßnahmen des Hessentages im Sinne einer Nachhaltigkeit mit darstellt. Ich habe eben schon die im Bau befindliche Brücke über die Lahn zwischen dem Stadion und der Bachweide mit erwähnt. Immerhin ein Projekt von 1,8 Millionen Euro, wo wir 1,3 Millionen Euro Zuschuss erhalten, eine überproportional hohe Förderung, die auch ohne den Hessentag in der Dimension nicht möglich gewesen wäre. Und ich will noch den Anschluss Dillfeld Nord an die B277 erwähnen, wo wir die knappe Hälfte der Investitionsmittel, die ja eigentlich für ein reines Gewerbegebiet nur mit gelten, immerhin über das Land und EU-Mittel, die wir dort mit einwerben können, zur Verfügung gestellt bekommen. Der Fuß- und Radweg entlang der Dill wird auch etwa zur Hälfte vom Land gefördert mit 245.000 Euro. Das heißt, wir reden hier um ein Investitionsvolumen von 540.000 Euro. Also auch eine Maßnahme, wo wir durch den Hessentag profitieren. Und wir haben, wie gesagt, weitere Maßnahmen, die jetzt wie etwa das Fassadensanierungsprogramm, was ich gerne noch erwähnen möchte, einen Schub für die Stadt mitgeben wird. Die Stadtverordnetenversammlung hat ja beschlossen, dass in einem abgegrenzten Bereich der Altstadt, des Kai-Kellner-Ringes, der Bahnhofsstraße, der Langgasse die Möglichkeit für Hauseigentümer besteht, Zuschüsse für Fassadensanierungen zu bekommen. Und wir haben dort Mittel bereitgestellt für etwa 50 bis 60 Fassadensanierungen. Und inzwischen haben wir schon über 70 Anträge mit vorliegen. Das heißt, dieses Programm ist begrenzt bis Ende, bis zum Hessentag. Also bis zum Hessentag muss es dann quasi umgesetzt sein. Und wir erwarten uns damit einen nachhaltigen Effekt auch für die äußere Gestaltung der Bereiche, die nun gerade vom Hessentag, aber auch außerhalb des Hessentages in erster Linie von Besucherinnen und Besuchern unserer Stadt in Anspruch genommen werden.
Also alles in allem eine doch umfangreiche Maßnahme. Der eigentliche Hessentag wird vorbereitet durch ein Team, einen Lenkungsausschuss. Ich habe dort den Vorsitz und einen Hessentagsausschuss. Wir haben die eigenen Mitarbeiter dazu gewinnen können. Das hat den großen Vorteil, dass man nicht externe Agenturen zur Vorbereitung eines solchen Projektes mit heranziehen muss, die sich erst einarbeiten müssen, sondern das sind Mitarbeiter aus unserer Verwaltung, die in leitender Position tätig sind und neben ihrer täglichen Arbeit diese Dinge betreiben mit einem sehr großen Engagement. Der Hemmelmann ist dort der Leiter. Er hat normalerweise die Aufgabe, das Büro des Baudezernenten zu führen und ist jetzt als Hessentagskoordinator tätig. Ich habe dann mal mitgebracht, nachher auch für besonders Interessierte, dieses Organigramm mit Details. Da können Sie sich dann ein Exemplar mitnehmen, wo auch alle Kontaktadressen etc. das Weitere mit drin sind. Und wir haben innerhalb der Verwaltung jetzt rund 22 Arbeitsgruppen installiert zu unterschiedlichen Themenbereichen, die von der Frage der Sicherheit und dem Brandschutz über die Frage der Vorbereitung des HR-Treffs bis hin zu Infrastrukturmaßnahmen, also alles Mögliche mit abdecken. Sie merken allein an der Anzahl, dass hier inzwischen ein nicht unerheblicher Teil der Mitarbeiter der Stadtverwaltung in die Hessentagsvorbereitung eingebunden ist und weit darüber hinaus. Das heißt, in diesen Arbeitsgruppen arbeiten Vereinsvertreter, Vertreter von Hilfsorganisationen, anderer Behörden etc. mit. Das heißt, es ist doch eine recht umfangreiche logistische Herausforderung. Während des Hessentages werden wir etwa 2000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer benötigen, die wir dann mit einwerben wollen. Und diese ehrenamtlichen Helfer werden dann über ein Sponsoring eines Großsponsors eingekleidet mit einer Hessentagsjacke und einem Hessentags-T-Shirt und werden auch verpflegt während dieser Zeit und sind dann eben tätig als Lotsen für ratsuchende Gäste bei Infoständen oder aber auch im Hinblick auf die entsprechende Einweisung von Gästen bei Großveranstaltungen. Also eine ganze breite Palette oder bei den Sportaktivitäten, die ich eben mit erwähnt habe, im Stadion und darüber hinaus. Neben diesen ehrenamtlichen Helfern werden wir, was die Sicherheit betrifft, ein professionelles Sicherheitsunternehmen hier mit haben, was mit etwa 250 Personen als Sicherheitsunternehmen hier anwesend sein wird während des Hessentages, weil eben auch abends und nachts neben der Polizei, die mit Sonderkontingenten hier sein wird, eine extra Hessentagswache im Bereich der jetzigen Kfz-Zulassungsstelle installieren wird, anwesend sein wird, um die Sicherheit der entsprechenden Besucherinnen und Besucher, aber auch der Aussteller zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal kurz zu sprechen kommen auf die Fragestellung Aufwand und Ertrag. Was kann mit dem Hessentag erreicht werden? Welche Chancen hat die Stadt Wetzlar, die sie aus diesem Hessentag mit nutzen kann? Wir haben auf der einen Seite Aufwand. Dieser Aufwand liegt, wenn ich jetzt die nachhaltigen Infrastrukturmaßnahmen mal außen vor lasse, die eher der Vorteil mit sind, weil sie überproportional gefördert werden, liegt darin, dass der eigentlichen Hessentagsetat, also die Durchführung des Hessentages, ein Volumen von etwa 8 Millionen Euro auslöst, wobei der größte Teil darin steckt, dass dort auch Gagen für Künstler mit drin sind, die natürlich dann aber auch wieder über Eintrittsgelder mit hereinkommen. Da wird eine Unterdeckung von etwa 3 Millionen Euro bei der Stadt Wetzlar mit hängen bleiben, trotz Zuschüsse des Landes und Einnahmen, die wir aus Standgeldern etc. oder Veranstaltungen generieren. Davon ist es so, dass wir bereits in diesem Jahr 600.000 Euro eingestellt haben.
nächsten Jahr wird nochmal ein Zuschussbedarf von 2,4 Millionen Euro ausgewiesen werden. Und ich hatte bereits bei der Erstellung der Öffnungsbilanz der Stadt Wetzlar diese Mittel als Rückstellung mit eingeplant, sodass sie dann aufgelöst werden können und das laufende Jahr 2012 in der Ergebnisrechnung nicht wesentlich belasten werden. Wir haben auf der anderen Seite als Aufwand auch natürlich den enormen zusätzlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den ehrenamtlichen Einsatz vieler Menschen, die ihre Zeit zur Verfügung stellen, damit der Hessentag zu einem Erfolg mit werden kann. Was haben wir als Ertrag auf der anderen Seite? Einmal über 1 Million oder rund 1 Million Menschen, die vielleicht Wetzlar erstmals, jedenfalls seit in Form dieser Veranstaltung kennenlernen. Und wir haben eine entsprechende Öffentlichkeitswirksamkeit über die Medienkontakte, über das Fernsehen, über die Presse, über das Radio, die mit eigenen Veranstaltungen dann auch hier mit sein werden, was, wenn man das als Werbeetat nehmen würde, deutlich in die Hunderttausende und ja eigentlich kaum zu, also fast schon in die Millionen mitgehen wird, wenn wir das uns einkaufen müssten in irgendeiner Weise. Das heißt, hier ist die Chance da, dass wir uns als touristischer Einkaufsstandort, Industriestandort mit einem neuen Image versehen können, was wiederum dann im Wettbewerb der Städte und Regionen, denen wir uns ja ausgesetzt sehen in Zeiten demografischen Wandel und Rückgehen der Bevölkerungszahlen, durchaus eine Chance für uns mit ist. Wir haben auf der Habenseite die Infrastruktur mit rund 15,5 Millionen Euro Zuschüssen des Landes und des Bundes, die wir jedenfalls in diesem Umfange und in dieser Schnelligkeit nicht haben würden ohne den Hessentag. Ich habe das eben versucht, an einer Reihe von Projekten deutlich zu machen. Wir haben eine Stärkung der Identität der Menschen, die, und das haben wir ja schon erlebt bei dem Mission Olympic, was das für eine Bewegung in der Stadt gewesen ist, wie die Menschen dort zusammengekommen sind. Und hier werden wir in ähnlicher Weise auch nochmal die Möglichkeit haben, dieses Wir-Gefühl zu stärken. Und die Attraktivität als Wohn- und Arbeitsstandort kann in der Weise verstärkt werden, dass wir über die Vielfältigkeit des Angebotes nicht nur punktuell beim Hessentag, sondern im Sinne einer Nachhaltigkeit der Grünflächenumgestaltung, der Infrastruktur, die wir mitschaffen und der Möglichkeiten, die wir danach haben, doch dazu beiträgt, dass wir unsere Einwohnerzahl zumindest halten können. Es war für mich schon sehr erfreulich. Ich hatte jetzt am letzten Wochenende den Neubürgerempfang, wo wir jedes Jahr die Menschen, die im vergangenen Jahr zugezogen sind, begrüßen, am Sektempfang und mit einem kleinen Programm. Und da konnte ich die Statistik von 2010 zur Kenntnis nehmen und die war erstmals interessant, positiv. Wir haben nämlich 2900 Menschen gehabt, die zugezogen sind in 2010 und haben nur rund 2730 gehabt, die weggezogen sind. Das heißt, wir haben ein deutlich positives Wanderungssaldo in der Stadt und das brauchen wir auch, weil ja leider die Geburten niedriger sind als die Sterbefälle und wir von daher gesehen ein Stück Zuwanderung benötigen, um zumindest die Einwohnerzahl zu halten. Und das ist schon viel in Zeiten, wo es eigentlich im Lahn-Dill-Kreis in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen wird in der Einwohnerstruktur. Und wir brauchen ja auch Einwohner, um unsere Infrastruktur, ich spreche nur von Arena oder anderen, auszulasten und dort nachhaltig wirtschaften.